Hallo liebe Freunde des Spur-G-Blocks. Heute möchte ich euch den neuen Emotion XL 2 Decoder von Massot vorstellen. Unter der Artikelnummer 8150101 und einer UVP von 70 Euro tritt er die Nachfolge des bewährten Emotion XL Lock Decoders an. Natürlich hat Massot die Eigenschaften des XL 2 optimiert, die wichtigste Neuerung ist jedoch die Plug-Schnittstelle. Doch packen wir zuerst den neuen Decoder einfach mal aus. Die bekannte blaue Massot-Verpackung enthält den Emotion XL2 Decoder, den Plug-Adapter, Anschlusskabel, Befestigungsschraube, das Handbuch für den Decoder und ein Handbuch für die Plug-Schnittstelle. Schauen wir uns als erstes den Decoder an. Im Gegensatz zum Vorgänger besitzt er nur noch die Plug-Stiftleisten. Somit lässt sich der Emotion XL2 Decoder einfach auf die passende Schnittstelle aufstecken. Dank der Anordnung ist auch keine Verpolung möglich. Sobald mehr Fahrzeuge mit der Plug-Schnittstelle ausgeliefert werden, wird dies die einfachste Möglichkeit sein, eine Lok zu digitalisieren. Der Decoder ist für einen Motorstrom von 3 Ampere ausgelegt, sodass er für die allermeisten Gartenbahnlokomotiven geeignet ist. Die Gesamtbelastbarkeit des Decoders liegt bei 4 Ampere. Neben den beiden Ausgängen für Licht vorne und hinten besitzt der Decoder 8 Funktionsausgänge. Von den zusätzlichen Ausgängen können 4 Ausgänge mit 10 mA, 2 mit 300 mA und 2 weitere mit bis zu 1000 mA belastet werden. Während die Ausgänge 1 bis 4 wie gewohnt mit Minus gegen die Schienenspannung geschaltet werden, sind die Ausgänge 5 bis 8 beim Emotion XL2 gegen plus 5 Volt geschaltet. Natürlich können die 5 Volt Schalteingänge auch zur Steuerung von Servos oder dem Massot-Entkuppler herangezogen werden. Auch ist der XL2 für einen Massot-Spannungspuffer vorbereitet und verfügt über das neue Massot-Funktionsmapping. Auch hat Massot die Lastregelung optimiert und erlaubt die Rückmeldung via Railcom oder via des neuen Massot-Rückmeldesystems. Lediglich die alte serielle Ansteuerung, die die ersten digitalen RGB-Zentralen nutzten, unterstützt der Emotion XL2 nicht mehr. Durch die beigelegte Plug-Schnittstelle ist der Emotion XL2 aber ideal zum Aufrüsten analoger Lokomotiven geeignet. Das Beste vorweg. Massot legt eine Plug-20S-Schnittstelle dem Emotion XL2 bei. Entscheidet man sich erst für eine Lok ohne Sound, braucht man später nur noch die Lautsprecherkabel an die 20S-Schnittstelle anzuschrauben und das Plug-Sound-Modul einzustecken. Das hätte ich mir schon früher gewünscht. Muss ich bei meinen alten ohne Sound-Loks noch immer die komplette Verkabelung umbauen, wenn ich den Sound nachrüsten möchte? Selbstverständlich verfügt die Massot-Plug-Schnittstelle über die bewährten Schraubanschlüsse für Gleis, Motor, Licht und die Ausgänge 1 bis 5. Lautsprecher und SUSI lassen sich ebenso per Buchse anschließen wie die Massot-Entkuppler auf FA5 und FA7. Darüber hinaus verfügt die Plug-Schnittstelle von Massot über einige weitere Stiftleisten und Lötpads. So kann ein einfacher Festspannungsregler angelötet werden, falls eine 5 Volt Hilfsspannung benötigt wird, da dieser der Emotion XL2 nicht liefert. Auch für einen Lautstärkeregler, Redkontakte oder einen Hallsensor sind Lötpads vorgesehen. Zu beachten ist allerdings, dass die Plug-Norm RCN123 alternative Verwendungen der Kontakte ermöglicht. Wer Plug-Komponenten unterschiedlicher Hersteller einsetzen möchte, muss auf die Kontaktbelegung achten. Die Massot-Produkte sind ab Werk selbstverständlich aufeinander abgestimmt. Insgesamt überzeugt der Ansatz von Massot, der im Emotion XL2 mit Plug-Schnittstelle umgesetzt wird. Sobald die Massot-Plug-Schnittstelle einmal in der Lok eingebaut ist, reicht ein einfaches Ein- und Aufstecken der Decoder. Gerade im Hinblick auf das neue Massot-Rückmeldesystem könnte es in ein oder zwei Jahren interessant werden, dem Decoder ein Firmware-Update zu spendieren. Der Emotion XL2 ist für ein Firmware-Update bestens vorbereitet. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und wir sehen uns bald wieder auf www.spurgblock.de. Bis dann!